Stefan, jetzt 5 Minuten nach Spielende. Es war doch ein sehr emotional geführtes Spiel heute. Kam die Mannschaft ja raus aus der Kabine und hat das Fußballspielen gelernt. Ja, die erste Halbzeit war auch schon schlecht. Also wir haben heute überhaupt nicht unser fußballerisches Potenzial abgerufen. Wir haben schon in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Wir sind schon ganz schlecht in die Partie gekommen. Türk Wiesbaden war uns spielerisch überlegen, haben 2 Sonntagsschüsse hier an den Tag gelegt, 2 wunderbare Tore erzielt. Und so eine richtige Dominanz und ein Chancenplus hatten wir ja erst, als es dann 2 Feldverweise für die Wiesbadener gab. Im Großen und Ganzen war es ein ganz enttäuschendes Spiel meiner Mannschaft. Und deswegen darf man sich dann auch nicht beschweren, wenn man dann nur 2-2 aus diesem Heimspiel macht. Der Wille war da, auch gerade gegen Ende, aber das fußballerische Esprit hat uns heute komplett gefehlt. Ja, gerade so der Abschluss, das letzte Quäntchen, das gewisse Etwas, sage ich einfach mal dazu, das hat ja komplett gefehlt. Ja, das lag auch daran, dass Wiesbaden sehr kompakt gestanden hat. Der Platz ist klein, standen relativ kompakt und tief, haben nur mit einer Stoßspitze gespielt. Der Gensch hat dann ja so hängende Spitze gespielt, der hat allerdings auch ein überragendes Spiel heute gemacht, den haben wir gar nicht in den Griff gekriegt. Und wir kamen kaum über die Flügel, Solak und auch über die Außen und auch der Ökan Özen. Die waren heute kaum zu sehen. Solak nur bei Standardsituationen, die kamen relativ gut. Haben ja auch 2 Tore draus gemacht, aber so aus dem Spiel heraus haben wir es heute nicht geschafft, da so einen Druck auszuüben, dass wir dann eine klare Chance haben. Zuschauer haben sich gewundert, es ist schönstes Frühlingswetter. Wir spielen auf diesem engen Kunstrasenplatz. Warum nicht im Stadion? Wenn du da vielleicht was dazu sagen könntest. Ja, das habe ich ja auch schon im Vorbericht der Zeitung gesagt. Das ist unmöglich, auf dem Rasenplatz ein geordnetes Fußballspiel zu absolvieren. Der Platz ist in einem katastrophalen Zustand und wie das ganze Stadion halt auch marode, völlig überaltert und der Platz lässt kein Verbandsligaspiel zu. Okay, dann würde ich sagen, trotz allem. Kopf hoch und weiter geht's. Ja. Okay. Oh, der Rasen ist aber hässlich. Oh, der Rasen ist das hässlich. Ist ja ganz kaputt, der Rasen.